Herzlich willkommen zur heutigen Folge der CD. Ich bin gerade beim Ausbauen angefangen und schon ein Besuch. Und Besuch tot. Gut, ich baue trotzdem weiter. Ich weiß genau, es kommen garantiert noch mehr. Das neue Gewehr. Das ist das neue Scharfschützengewehr mit 5 Schuss Magazin. Das andere Gewehr ist dann noch ein bisschen besser, das Jagdgewehr. Von der Qualität her. Hat eine höhere Reichweite, also deswegen ist es noch das Dichtgewehr immer noch am anderen Gewehr dran. Also ein Jagdgewehr. Ich tue hier gerade ein bisschen aufwerten und ausbauen. Ich will hier mal ausbauen. In dem Bereich ist nicht ganz so dramatisch. Aufwerten und hier erstmal den Graben tiefer machen, dass sie mir ja nicht hochspringen können. Ne? Dazu noch den ganzen Lehm hier entfernen und Bohrhammer. Ich habe in der Nacht gut gewühlt, ich habe viel Eisen geholt, rausgeholt auf Stein. Zurzeit schmelze ich Eisen und Stein ein, vorwiegend. Stelle auch schon Zement her, Eisenbahn noch nicht, weil Eisen war nicht eingeschlossen. Ich habe noch Eisenbahn, jetzt noch ein Gepäck. Ich habe hier oben die Schiebsarten fertig gebaut. Weil Bauen ist allgemein ein bisschen eintönig, das versuche ich ein bisschen also oft drehen zu machen, also im Prinzip ohne zu senden. Wenn sich einer beschwert, er möchte das sehen, dann werde ich mal eine volle Folge mit Bauen beschäftigen. Also ich würde es machen, wenn einer das haben möchte, aber ich habe kein Problem mit. Aber den meisten sind doch immer langweilig. Gut, hier ist auch langweilig, aber das bisschen Bauen gehört dazu, sag mal so, ne? Und ich möchte ja die Möglichkeit von mir fernhalten. Und im Grunde möchte ich sie, die Zombies, immer schön in die Fahrt locken. Die sollen eigentlich hier daher, also gewollt, hochgehen können. Und dann entsprechend, dass ich es oben an einer Stelle im Prinzip empfangen kann. So dass sie nicht überall kommen. Ne? Also im Prinzip, die sollen mich im Prinzip von einer Stelle. Naja, nicht belagern, aber halt, da will ich sie halt empfangen, ne? Das werde ich halt hier so bauen. Ist eigentlich tief genug. Denn hier will ich gar nicht so tief gehen, hier unten in der Keller. Obwohl der Keller nicht mehr so wichtig ist, weil, der ist mittlerweile zugebaut. Also da kommen sie nicht mehr in guten rein. Also da müsste ich schon richtig durch mit Beton durchwühlen, ne? Also der Aufwand wäre enorm. Natürlich wäre der andere Keller noch ein bisschen gefährdet, also der hintere Bereich. Aber da werde ich mal sehen, dass ich da auch noch ein bisschen. Das lasse ich jetzt so stehen hier. Das passt schon so. Da werden wir hier unterfüttert gleich, dass ich einstürzen kann. Man weiß ja nie, wie die Konstrukteure das gebaut haben oder geplant haben. Das werde ich später wegnehmen, denke ich mal, ne? Oder hier vorne eine Mauer verziehen. Den Bereich. Dass ich irgendwann mal den Bereich auch gesichert habe, dass sie mir halt nicht hier extrem leicht überraschen können, ne? Denn hier sollen sie später, muss ich aufpassen, sogar hochkommen sollen, also
Entweder hier oder da, mal sehen. So eine Art Stufe. So eine Art Treppe. Dass wir hier hochgehen. Natürlich hier, ne? So. Und dann hier rauf und dann über den Umweg, über diese Steinchen, ne, über diese Eisendinger, hier hoch, wo ich sie empfangen werde. Mal ganz kurz gucken, dass ich hier noch einen hingebaut kriege. Ja, so. Dann sollen sie einfach von hier kommen. Können. Und einmal von drüben. Jetzt hier nochmal ein bisschen verstärken. Denn was er nicht soll, oh, da muss ich wegnehmen. Und da muss ich reparieren. Ja. Weil ich bin Profi in so Sachen. Ich laufe mit Vorliebe da rein. Das ist dann nicht gut. So. Beton reparieren, ne? Der Wahnsinn. Gut, da wäre nicht ganz so dramatisch. Dann können wir es aufnehmen. So, dann können wir hier durchgehen und unten unterbauen. Ne? Ich dachte näher beim Aufwerten, dass er zusammenbricht. Das wäre dann, naja, zu schade. Aber das könnte auch so bleiben, falls ich wieder anders entscheide, wieder wegreisen kann. So. Die Dinger werde ich auch entfernen. Einfach ein Grund, weil es einfach für mich zu gefährlich ist. Und ich kann die jetzt im Fluss wieder aufbauen. Ich muss sie nur halt wieder herstellen. Ne? Etwa 40 habe ich schon fertig. Hier möchte ich auch nochmal. Das sicher gestalten. Einfach im Grunde irgendwo. Die finden immer Schwachstellen. Und das müssen wir nicht anbieten, ne? So. Hier werden wir auch gleich zumachen. Aber aufwerten werden wir hier. Das werten wir gleich auf. Ob der Beton reicht. Zumindest einmal. Ansonsten wird der Beton knapp. So. Abgesichert. Gut, da ist immer links, ist mal wurscht. Das nehmen wir hier vorne weg. Oh, ein Loch in der Wand. Das sehe ich jetzt erst. Das ist die Picke. Sauber. Diese Arschgeigen kann man sagen. Ja, wo könnten die sich jetzt wieder aufhalten? Aber der ist schon in eine Falle eingelaufen, denke ich mal. Na, einer macht ja keinen Schaden, ne? Aber die ganze. Jetzt haben wir 58, zwei Tage jetzt.
2 Tage jetzt vergangen. Das heißt, wir haben noch 5 Tage Zeit bis zum nächsten Blutmond. Bis dahin muss es entsprechend fertig sein. Ich hoffe, wir müssen noch aufwerten können. Aufleveln. Das hoffe ich natürlich. Ganz wichtig. So, dann machen wir mal zu hier. Das geht ja nicht hier. Das geht nicht. So, erstmal den Rest zerstören. Denn Benzin alle. So. Eine Luftnummer hier. Na gut. Ich mache mal Steine vor. Habe ich gedacht. So, gut. Ja, wie erreiche ich sie am besten jetzt, ne? Die kommt da angeschissen. Und da ist Quatsch. Normalerweise bringt sie sich sowieso alleine um, ne? Also von daher. Jo! Das sollten alle sein normalerweise. Obwohl, ich höre noch jemanden. Das Problem ist, die machen alles kaputt. Jetzt hört er nicht mehr. Hat so das Zeitliche gesegnet? Denn das wäre gut. Dann haben wir unsere Ruhe. Dann können wir bauen. Bin noch nicht fertig. Na, das ist so hoch. Ich habe zwar Spezialschuhe an, mit die den Aufsprung, also den Aufprall. Hört doch hier was. Dann mal Nitrat. Kannte ich so nicht, aber gut, okay. Das ist nicht das Problem jetzt. Geh wieder rein und mach eine Tür hier zu, ne?
Schon gesagt, mach die Tür zu. Und hier war zu. Dann sind sie hier vorne. Irgendwie. Ach, die Treppe ist ehrlich hochgegangen. Ja, klar. Das machen die ja so einfach so, ne? So blöd sind die auch nicht. Deswegen ist hier mit Holz ganz gut. Denn beim Massenansturm geht's kaputt, ne? Weil die sind ja so brutal. Die zerstören sich da selbst alle, ne? So, jetzt hier zu unserer Geschichte hier. Wenn wir heute mal fertig kriegen hier. So, da ein rein noch. Am besten gleich zwei. Gut, dann können wir die Ecke nämlich aufwerten, theoretisch. Hier auch nicht so viel wegnehmen. Aber den nehmen wir weg hier. Der steht mir auch im Wege. Hier wollen wir nicht so viel wegnehmen beziehungsweise was wir wegnehmen, müssen wir wieder aufwerten, ne? Aufbauen, ne? Sonst kommen die uns gefährlich nah am Keller. Das ist äußerst unangenehm. Ich bin Durst. Wie gesagt, der Stein ist gut. Die können wir gut verwenden für Beton. Wenn wir Zement einschmelzen, schon haben wir ein bisschen ausgesorgt, ne? So. Also müssen wir so sagen, ich habe bisher immer Glück gehabt. Also Erdbohrer habe ich bisher nur einen gefunden, ne? Herstellen muss ich mal gucken, ob ich kann, aber ich glaube auch nicht. Dann würde ich einen besseren herstellen, also sowas hat nicht. So, hier noch ganz kurz wegnehmen und da jetzt wie gesagt unseren Keller ein bisschen absichern, indem wir hier einfach eine Lage Stein hin sauber, ne? Da reicht Cobblestone aus, denke ich mal. Das können wir ja später aufwerten, wo wir rankommen, ne? Den Rest. Dann müssen wir immer die anderen Dings wegschlagen, ne? Man weiß ja nie. So. Dann wollte ich hier das gleiche konstruieren wie da. Das heißt, also ähnlich im Prinzip das gleiche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und sie können theoretisch hier hochgehen. Ob ich hier das leichter mache mit der entsprechenden Schräge, ja, da muss man sehen, wie groß ich bin, ne? Ansonsten wird das eh ein bisschen aufhalten, ne? Das machen wir ein bisschen stabiler. Die sollen ja nicht wegen einer kaputt geht. Gleich aufgeben, ne? Denn sonst würden sie ja den Weg nicht nehmen, ne? Dann gehen sie einen anderen Weg und das ist ja ungünstig. So, das können wir später noch aufwerten mit Beton. Hier kommen wir gut durch zu reparieren. Dann können wir hier nochmal
Überziehen. Können wir mit Betonieren her und dann gehen wir mal sehen, dass wir hier immer fertig haben, ne? So. Dann gehen wir hier weiter und zwar. Später werden wir hier noch Spikes reinbringen. Aber ich werde lieber oben bauen, weil wenn ich unten reparieren will, ist günstiger, ist keine vorhanden. Ne? Hier soll später noch eine Wand hin, innere. So. Dann muss ich mal schauen. Da oben würde ich mal so lassen erstmal. Hier auch. Hier ist keine große Gefahr. Hier geht es nur unterhalb des Kellers bzw. unterhalb der Decke. Ich meine, ich würde sie zwar durch mit der Zeit, aber wie gesagt, das ist hier ist immer ein bisschen gefährlich bei der in Kellernähe. Und das würde ich gerne gesichert wissen, ne? Aber das sollte da reichen normalerweise. So, und dann würde ich hier gerne aufwerten. Dass wir das nicht kaputt machen gleich beim ersten Angriff. Weiß ich ja nie, ne? So. Dann werten wir hier auch gleich auf. Hoffen wir mal, dass der Plan jetzt mal aufgeht, ne? Der letzte Plan hat sich auch in Luft aufgelöst, weil ja, weil das fand sie eine andere Schwachstelle, ne? Und das ist jetzt eine gewollte Schwachstelle, in Anführungszeichen, ne? Aber sie sollten nicht so leicht haben, das muss man zusagen, ne? So, hier nochmal kurz unterfüttern, aber nicht aufwerten. Einfach stabile. Denkt man sich, wenn sie nicht in der Straße hier reingraben, das glaube ich eher nicht. Eher wenn sie hier reinfallen und würden hier sich ins Haus buddeln von unten, ne? Dass sie jetzt rechts praktisch Richtung Haus gehen und dann nach oben. Gut, leer weg. So, hier wollte ich noch machen. Gut. Oder nicht gut. So. Das wollte ich noch aufwerten. Ja, und nicht mit dem, ne? Die gute XP, aber auch wegen der Sicherheit, ne? Denn was echt die Zeit. Ja, machen wir eine kurze Folge, ne? Bauen ist nicht interessant, sag mal so, ne? Dann seid mal tschüss und wie gewinkt, ciao, ciao. Ja, wir machen weiter, sobald ich losziehe zum Looten oder eine Überraschung hier kommt. Ne? Tschüss.